Der Geist, oder besser gesagt der Christ, ist ein vom Geist ergriffener Mensch, der aus seiner persönlichen Beziehung mit Jesus Christus lebt. Der Christ ist ein vom Geist ergriffener Mensch, der aus seiner persönlichen Beziehung mit Jesus Christus lebt. Im Hohelied der Liebe gibt es eine Stelle, wo die Braut, also die Frauen in Jakobsbrunnen und Maria Magdalena nach der Auferstehung und vielleicht du und ich, dem Bräutigam nach langer Suche endlich begegnet und sie dann ergriffen sagt: Ich fand den, den meine Seele liebt, ich packte ihn und ließ ihn nicht mehr los. Aber vielmehr als dass wir von oder irgendwie versuchen, dass wir Gott zu ergreifen oder greifen versuchen, hat er ja uns schon längst ergriffen. Die Unruhe und das unendliche Verlangen und die Sehnsucht, die sich nie zu Gänze stillen lässt, deuten darauf hin, dass wir für eine andere Welt geschaffen worden sind. Die Suche des Menschen, jede in ihm erweckte Sehnsucht, ist im Letzten ein Schrei nach Heiligen Geist. Die Sehnsucht in deinem Herzen, der Grund, warum der Mensch Firmen baut und Symphonien schreibt und sich besauft und Leute auf den Mond schickt, ist, weil ihm eine Sehnsucht ruht, die im Letzten nur einer erfüllen kann. Und man könnte vielleicht sagen, dass Pfingsten ist Gottes Antwort auf diesen Sehnsuchtsschrei des Menschen. Für mich persönlich helfen drei Bilder, das besser zu verstehen. Es sind wie drei Phasen dieser Antwort Gottes, die ich mit den Überbegriffen, wenn ich sie irgendwie betiteln sollte, vielleicht Vergebung, Verwandlung, Verfügbarkeit beschreiben würde. Also Vergebung, Verwandlung, Verfügbarkeit. Und ich denke, das sind auch so in etwa die Schritte, die uns die Schriftlesungen heute vorstellen. Wie Gott diese Sehnsuchtsschrei antwortet, wie er uns hilft, von diesem Geist ergriffen zu werden. Und das erste ist eben das Thema der Sündenvergebung. Das erste große Bild malt das heute Evangelium. Nicht Jesus, und das ist interessant, er haucht die Jünger an und sagt, wenn ihr die Sünden vergebt, dann werden sie vergeben werden. Und den sie behält oder wo sie festhält, werden sie nicht vergeben werden. Und das heißt irgendwie, Jesus bringt dieses ganze Thema Heiliger Geist mit der Sündenvergebung in Zusammenhang. Und wo der Geist weht, da wirkt er Mächtiges, nicht? Die stärkste Kraft dieser Welt ist sicherlich das Tilgen von Sünde, von Missbrauch von Freiheit und von dessen Folgen. Wer kann Sünde vergeben außer Gott alleine? Würden die Pharisäer zu Recht sagen, nicht, wenn Jesus da jemand die Sünden vergibt. Und wir moderne Menschen tun uns schwer mit diesem Thema Sünde, weil wir uns vielleicht schwer tun mit diesem Thema Übernahme von Verantwortung, weil wir uns schwer tun zu verstehen, dass ich genauso der Gefängniswärter von Auschwitz hätte sein können. Und wer das nicht begreift, wer nicht in Kontakt gekommen ist mit seinen eigenen Schatten, mit diesen dunklen Seiten seines eigenen Daseins, der hat sehr wenig von sich selbst verstanden. Aber wer beginnt das zu erfassen, wer beginnt zu erfassen, was es heißt, unter dem Fluch der Sünde zu stehen, der kann beginnen, die Erschütterung nachzuvollziehen, die einem Petrus nach diesem wunderbaren Fischfang und nach dem ersten Erahnen, in wessen Gegenwart er da eigentlich steht, zu seinem Knien gebracht hat. Und wo er einfach zu Jesus sagt, nicht jetzt, okay, ich glaube, du solltest Teil von meiner Fischen GmbH werden, du hast das ziemlich gut gemacht, sondern was ist seine Reaktion ist, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Er ist irgendwie erschüttert. Und dieser heftige Sturm weht so heftig, nicht nur einfach, um mit dem Johannesevangelium zu sprechen, weil er die Welt von der Sünde überführt, sondern weil er zugleich auch die Welt überführt von Gerechtigkeit und Gericht, um mit dem Johannesevangelium zu sprechen. Das heißt, Jesus
zeigt uns nicht nur, was es heißt eigentlich, was Sünde eigentlich heißt, sondern durch den Heiligen Geist, sondern er schafft ja auch diese Gerechtigkeit und das Gericht. Das heißt, er selbst ist die Gerechtigkeit Gottes. Nicht er selbst stellt diese Gerechtigkeit Gottes wieder her. Das heißt, er zeigt nur nicht nur die Sünde, sondern er fegt sie auch wirklich weg. Und weil dem so ist, kann man vielleicht verstehen, jemand wie die Frau am Jakobsbrunnen erschüttert ist, dass sie merkte, dass der eigentliche Bräutigam nicht die 6 Männer gewesen sind, mit denen sie versucht hat, irgendwie eine Beziehung aufzubauen, sondern der, der gerade vor ihr stand und sie um Wasser bat. Sie um Wasser bat, nicht diese Frau, die jetzt da offensichtlich vor ihm dasteht, wie sie eigentlich ist, in ihre Sünde und ihre Unzulänglichkeit. Und Jesus bittet sie um Wasser. Oder Petrus, den Jesus jetzt nicht wegschickte und sagte, da hast du recht gehabt, du bist ein Sünder, ciao, arrivederci. Sondern der ihn mit seiner erhebenden und aufrichtenden Liebe seine Hand auf seine Schulter tut und sagt, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschenfischer werden. Vor einigen Jahren saß ich am Vorabend des Pfingsttages im Salzburger Dom und hörte Beichte beim Pfingstfest. Und ich kann mich noch erinnern, wie jemand zur Beichte kam, nennen wir sie mal Jenny. Und ich kann mich nicht erinnern, was Jenny eigentlich gebeichtet hat, aber ich kann mich an Folgendes erinnern und ich versuche es mal so zu erklären. Nicht? Wir tun uns schwer, einen anderen Menschen in den Augen zu schauen. Also dann schaut man irgendwie weg oder längere Zeit ist irgendwie unangenehm. Aber wenn ich jemanden liebe, ist das kein Problem. Wenn ich in jemanden verliebt bin, habe ich überhaupt kein Problem, jemanden in die längere Zeit in die Augen zu schauen. Weil du nichts zu verbergen hast. Und wenn du dich sicher fühlst, dass du alles zeigen kannst. Nicht? Und ich hatte den Eindruck, dass in diesem Moment diese Jenny wirklich begann, Jesus in die Augen zu schauen. Und dann passierte etwas ganz Besonderes, und zwar durch diesen seinen Blick sah sie sich selbst ganz neu. Und das kann ich euch jetzt gar nicht so beschreiben, nicht, weil man macht immer wieder mal so eine ähnliche Erfahrung, aber die ist mir irgendwie hängen geblieben, obwohl ich so viele Beichten höre. Sie gab ihm Erlaubnis, dass er, Jesus, jetzt tief in ihr Herz hineinschauen durfte. Und dieses Herz, das eine Sicherheitsverpanzerung um sich hatte, um sich irgendwie zu schützen von Verletzungen, dieses Herz, in dessen Tiefen sie nicht einmal selber den Mut hatte, hinabzusteigen. Und ich erinnerte mich an eine Idee in diesem Moment aus der Bibel von einem der Paulusbriefe, den wir Priester auch heute lesen in unserem sogenannten Breviergebet, dass nur der Geist Gottes den Geist, unseren Geist und Gottes Geist ergründet. Nur Gott selbst erkennt die Tiefen des Geistes, auch meines Geistes. Nur er kennt wirklich die Tiefen des Herzens des Menschen. Ich kenne mich nicht selbst zu Gänze. Ich bin mir immer wieder ein sehr großes Geheimnis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr ähnliche Erfahrungen habt. Nicht? Ich bin mir sehr oft ein sehr großes Geheimnis. Und ich merkte, wie der Geist, der ja der Geist Jesu ist, der Geist der Liebe, die Liebe in Person, begann, Jenny zu helfen, dorthin zu schauen, wo sie schon immer Angst hatte hinzuschauen, weil es zu schmerzhaft war, weil es sie schämte. Aber jetzt unter seinem Blick und an seiner Hand sich total sicher und geborgen fühlte und sie konnte diese Reise in ihr eigenes Herz unternehmen. Auch ihre Wunden und Verletzungen, aber auch ihr Scham und ihre Dysfunktion, ihre Sünde zuerst durch ihn ergründen zu lassen, aber eben ihm auch diese irgendwie öffnen konnte, weil sein Blick sagte, du bist so viel mehr als das, was dir Scham verursacht. Und zugleich ihr die Tiefen Gottes ergründete, nicht weil sie in diesem Moment ja eine Erfahrung machte von seiner abgrundtiefe Liebe. Und das war nicht nur theoretisch, ja Gott liebt dich, sondern irgendwie hatte sie das in diesem Moment, durfte sie das in diesem Moment erfahren. Ich war vor Jahren mal bei einer öffentlichen Diskussion in einem Restaurant zwischen Kardinal Schönborn hier in Wien und einem Atheisten.
Und da kam so ein Moment, wo der Atheist den Kardinal fragte, mit welchem Blick er denn oder er hofft, von Gott angetroffen zu werden, wenn er mal nach dem Tod oben, in Anführungszeichen, ankommt. Nicht wie dieser Jesus ihn dann anschauen würde. Und der Kardinal sofort, ohne zweimal irgendwie nachzudenken, sagte, mit diesem Blick, mit dem Jesus auf Petrus schaute, nachdem dieser ihn dreimal verleugnet hatte. Und der Atheist sagt, super, schon wieder ein Blick des Vorwurfs. Und der Kardinal sofort darauf, das war für mich kein Blick des Vorwurfs, sondern das war ein Blick der gänzlichen Annahme und Geborgenheit, ein Blick der Geborgenheit schenkte. Und geleitet vom liebenden, annehmenden und Geborgenheit schenkenden Blick des Herrn konnte Jenny mal tief in diesem Moment in sich selbst hineinschauen. Sie konnte ihr Fehlverhalten anerkennen und dafür Verantwortung nehmen und im selben Moment sich von einer unendlichen Liebe und Barmherzigkeit lieben und vergeben lassen, sich neu schaffen lassen. Und sie konnte nackt sein vor Gott auf eine Art und Weise, mit dem du noch nicht mal mit deinem Ehepartner nackt sein kannst. Und sie konnte sich zu Gänze fallen lassen in diesen Armen Gottes hinein, weil sie wusste, dass sie dabei eben in die Hände Gottes fallen würde. Sie konnte sich lieben lassen und die Kontrolle endlich mal loslassen, dieses Risiko des sich lieben Lassens um ihrer selbst willen und nicht wegen ihrer Leistungslieben. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, weil Papst Benedikt mal sagte über in Bezug auf Adam und Eva, dass sie die Kontrolle über die Liebe bevorzugten. Ich habe versucht zu verstehen, was er meinte, und ich glaube, es ist eigentlich genau in diese Richtung. Nicht, dass manchmal das Einzige, was ich noch habe, um Kontrolle zu bewahren, eine Beziehung, ist es eben, mich nicht lieben zu lassen um meine Selbstwillen, sondern nur, wenn ich glaube, anhand meiner Leistung liebenswürdig genug zu sein. Und da mal die Kontrolle loszulassen und einfach sich lieben zu lassen um seine Selbstwillen, bedarf eine gewisse Demut. Und genau das ist, was halt in diesem Moment irgendwie passiert ist. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und heftig weht dieser Sturm, heftig nicht diese wohltuende Erschütterung der heilenden und rettenden Liebe, das ergriffen werden vom Geist, der uns durch die Vergebung der Sünde in die Beziehung mit Jesus hineinstellt. Also das erste große Bild, das irgendwie die Lesungen heute vorbringen, um dieses Ergriffensein vom Geist zu erklären, ist dieses Anhauchen der Jünger und die Vollmacht, die Sünden zu vergeben. Es ist wie die erste Phase, nicht auf diesen Weg des Ergriffenwerdens vom Geist. Es ist eine heilsame Erschütterung, weil auf einer Seite ich denke, oh my God, ich bin ein Sünder. Nicht? Also wenn der Geist da wirklich hineinkommt und auf einmal ich wirklich sehe und zugleich aber genau in dem Moment, das war die Erfahrung von der Jenny, in dem Moment, wo ich mich jetzt wirklich zeige, wie ich bin, nicht? Wo ich einfach meine ganzen, eben wie ich wirklich dastehe vor Gott, jetzt dastehe vor Gott eben und in dem Moment geliebt zu sein, like, das ist noch ein viel größeres Oh my God. Es gibt aber auch ein zweites Bild, das die Lesung uns heute, also es ist nicht nur dieser heftige Wind und die Sündevergebung, sondern es sind eben diese Feuerzungen. Und da geht es nicht nur um die Vergebung, sondern eben auch um die Verwandlung. Ich möchte euch noch eine Beichtgeschichte erzählen, aber es geht eigentlich nicht so sehr um die Beichte, sondern um etwas anderes. Und es war eine ziemlich lange Beichtschlange. Auf einmal kam, nennen wir sie mal Shauna. Und kurze Klammer, ich bin so dankbar, Beichte hören zu dürfen. Manche fragen, ist das nicht eine totale Belastung? Nicht? Du musst das ganze Zeugs irgendwie tragen und so. Und ich sage, eigentlich überhaupt nicht. Und nicht, weil du jetzt nicht versuchst mitzufühlen oder auch irgendwie den Schmerz mittragst oder diesen Menschen mitträgst im Gebet oder in deinen Opfer. Aber du auch irgendwie weißt, wie sehr es doch Gottes Herz freuen muss, wenn jemand den Mut aufbringt, diesen Schritt zu machen. Einfach ehrlich und ohne lange um den Brei herumzureden, bekennt, was er oder sie gemacht hat und aufrichtig um Verzeihung bittet.
Und da freut es mich natürlich ganz besonders, und sorry, das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, sondern eher wertschätzend, aber es freut mich ganz besonders, wenn ein großer Fisch durch die Beichttür hineinkommt, nicht? Und etwas sagt: Herr Pfarrer, meine letzte Beichte war in der Volksschule. Und diese Person jetzt 86 Jahre alt ist. Also wie genial ist das denn, nicht? Und da denkst du dir, die Engel im Himmel, die tun rückwärts Somersaultos machen und die High Five und die Heiligen tun sich in die Arme fallen und es gibt eine Riesenparty im Himmel. Wie schön ist das denn? Aber manchmal geschieht man, oder man darf diese Erfahrung machen in der Beichte, nicht nur von einem großen Fisch, sondern eher das Gegenteil. Und Shauna war eben so ein Fall. In der Beichte darfst du als Priester kurz dabei sein, während jemand sich versucht, ganz Gott zu öffnen. Du versuchst, möglichst aus dem Weg zu bleiben, sodass diese Beziehung zwischen diesen beiden passieren kann. Und man darf einfach kurz dabei sein. Und je länger Shauna beichtete, desto mehr hatte ich das Bedürfnis, von meinem Stuhl aufzusetzen, irgendwie mich hinzuknien, meinen Hut von meinem Haupt wegzunehmen, wenn ich einen drauf gehabt hätte. Und einfach nur Gott zu loben und zu preisen, weil ich das erleben durfte. Habe es natürlich nicht gemacht und versucht, einfach meine Überraschung und meine Erstaunen irgendwie zu verstecken. Das war kein großer Fisch, sondern eher das Gegenteil. Ich habe mir nur gedacht, in diesem Moment, Jesus, die Heiligen, die gibt es auch noch heute. Und das war einfach so schön, nicht so, so ein feinfühliges Herz, so eine Tiefe. Äußerlich sah sie in der Schlange der warteten Leute für die Beichte genauso aus wie die anderen. Aber innerlich war sie eine 20-jährige Superpower des inneren Lebens, der Beziehung mit dem Herrn und der Nachfolge des Herrn, das einfach nur beeindruckend waren, dass ich mich heute noch daran erinnern kann, obwohl es schon sehr viele Jahre zurück ist. Und ich musste da an eine Idee von der heiligen Therese von Lisieux denken, die Jesaja zitiert, der sagt etwas wie: Die Reife eines Menschen besteht nicht in die Länge seiner Jahre. Nicht ein 20-jähriges Superbauer. Das war einfach nur beeindruckend. Oder die Therese von Avila, die sagt, nicht, wenn wir einen Menschen in der Gnade, der verwandelt worden ist, von der Gnade Gottes betrachten könnten, wie dieser Mensch wirklich dasteht vor Gott, dann hätten wir die Versuchung, diesen Menschen anzubeten. Feuer, der Heilige Geist schafft nicht nur Sünden weg, er verwandelt uns wirklich. Er schafft Neues, er formt uns neue Menschen, er vereinigt uns mit Christus, he sets us on fire und auf eine Art und Weise, die unsere kühnsten Vorstellungen übersteigt, nicht, dass wir niemals erreichen könnten ohne seine Hilfe und ohne seine Gnade, auch wenn das manchmal sehr im Verborgenen ist. Es gibt noch eine letzte Phase, ein letztes großes Bild. Also wir hatten Vergebung, wir hatten Verwandlung und oft ist das natürlich ein langer Prozess, manchmal auch ein bisschen schneller, wie man in diesem Beispiel gesehen hat mit 20. Aber es gibt noch irgendwie dieses letzte Bild, das uns auch heute vorgestellt wird. Und das ist diese Sprachen. Nicht? Diese vielen Sprachen und alle konnten sie in ihre Sprache hören. Die Sprachverwirrung und die Entfremdung von Babel wird am Pfingsttag umgedreht. Alle hören dieselbe Botschaft in allen Sprachen. Gott baut sich eine weltweite Familie, das wir Kirche nennen. Pfingsten ist Geburtstag der Kirche. Es geht den Christen niemals einfach um meine persönliche Beziehung mit Jesus. Oder besser, diese persönliche Beziehung bringt mich sofort in Beziehung mit allen anderen Menschen. Dein Leben ist größer als du. Lebe es nicht für dich. Nicht? Und der Geist ist ja die Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Und er möchte nichts mehr. Es drängt ihm danach, dass so viele Menschen wie möglich in diese Liebesbeziehung hineingenommen werden. Und jeder, der den Heiligen Geist empfängt, wird in sich dieses Drängen auch spüren, wird in sich diese Sehnsucht erfahren, selbst Quelle des lebendigen Wassers zu werden für seine Mitmenschen.
aus deinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, heißt es in Johannes Kapitel 7. Damit meint er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihm glauben. Und das ist mein letztes Bild oder letztes Gleichnis irgendwie, das mir hilft, das besser zu verstehen. Apropos Wasser. Vor einigen Jahren durfte ich einen Freund bei einem Besuch bei einem sterbenden Bekannten begleiten. Eine ziemlich tragische Situation. Nicht ein junges Ehepaar, sie waren beide um die 30 Jahre alt oder nicht einmal 30. Und der Mann lag im Sterben, krebskrank. Und auf irgendeinen Grund, ich weiß nicht mehr genau warum, es war in Salzburg, konnte man nicht die Stiege hinauf in das Gebäude. Sie wohnten so im obersten Stock von diesem Apartment. Und wir müssen irgendwie außen und über dem Balkon, ich weiß nicht mehr genau, warum das so war, aber wir standen am Balkon und ich hörte nur von innen das Wort Wasser. Und ich dachte, der hat wahrscheinlich Durst und bittet gerade seine Frau um etwas Wasser. Und das erinnerte mich an meine Oma, die beim Sterben so einen unfassbaren Durst hatte. Man sagt, gerade sterbende Menschen haben so in die Moment der Todesstunde einen unglaublichen Durst. Und deswegen kann man vielleicht auch Jesus besser verstehen, der sagt vom Kreuz, mich dürstet. Und dann komme ich rein mit meinem Freund in diese Wohnung. Und die Frau kommt mit zwei Gläsern Wasser, eine für mich und eine für meinen Freund. Und ich realisierte, dass er nicht für sich Wasser gebeten hatte, sondern für uns beide. Und ich sagte, hä? Also es gibt ja kein Gebot, das sagt, wenn du stirbst, mach sicher, dass die Leute um dich herum gut versorgt sind. Ja? Dass sie alle haben, was sie brauchen. Und dann gab es so einen Moment, wo wir haben ein bisschen gesprochen und dann haben wir begonnen, miteinander zu beten. Und dann gab es einen Moment, wo er aus dem Bett rausrollt und ich dachte, okay, jetzt muss er auf die Toilette. Nicht? Und er rollt so aus dem Bett heraus und dann kniet er sich nieder und er packt meine Hand und die Hand meines Freundes und dann beten wir dafür eine halbe Stunde, eine Stunde. Und das war einfach nur super emotional. Das war unfassbar, weil ich dachte, auch da wieder, hä, es gibt auch da kein Gebot, wenn du kurz vor dem Sterben bist, musst du aus dem Bett rausrollen, eine Stunde da sich hinknien und im Gebet verweilen. Und auch wiederum, ähnlich wie bei Schorne bei der Beichte, dachte ich mir, Heilige, die gibt es auch noch heute. Nur war noch etwas Weiteres hier zu spüren. Nicht? Es war nicht nur eine Heiligkeit, eine Tiefe der Beziehung, eine von Gottes Geist ergriffen werden, dass nicht nur mehr die persönliche Beziehung, dieser Mensch, nennen wir ihn John, also zwischen John und Jesus galt, diese Beziehung war fruchtbar geworden für die Welt. Wasser, Quelle des lebendigen Wassers. Hier war ein Mensch von Geist durchformt, immer mehr von der Liebe ergriffen. Er selbst wurde zu einer Quelle des lebendigen Wassers für seine Mitmenschen. Das heißt, sein Verständnis von Mission war nicht, okay, Montag von 2 bis 4 oder so, ich mache mal Mission, ich bin irgendwie als missionarischer Jünger tätig von dann bis dann, sondern das war sein Wesen. Es war seine innere Haltung. Und das ist, was auch ein Papst Franziskus sagen würde, nicht uns zurufen würde, hey, erinnert euch, ihr Christen, ihr habt nicht eine Mission, ihr seid eine Mission Gottes in die Welt. Jeder von euch ist ein Geschenk Gottes für diese Welt. Ihr seid ergriffen worden vom Heiligen Geist, ihr seid erfüllt von diesem Wasser Gottes, um dieses Wasser weiterzureichen. Und das Ergriffensein vom Geist fegt unsere Sünden hinweg, ja, es umformt uns immer mehr in Jesus, ja, es lässt uns immer mehr mit dem Meister sein und wie der Meister werden, aber es lässt uns auch immer mehr wie den Meister tun. Oder besser, es lässt uns immer mehr das Ganze im Blick haben. Kirche wird dann nicht mehr der Ort, wo ich meine eigenen Interessen verwirkliche. Kirche, meine Gemeinde, meine geistliche Familie ist dann nicht mehr der Ort, der mir zu geben hat, was ich brauche, sondern wird immer mehr der Weg, wie ich selbst Quelle werde und wie wir gemeinsam Quelle werden können für eine durstige Welt. Nicht eine Gemeinschaft, die nicht ein Ziel hat, außerhalb von sich selbst, wird krank.
Und wir sind hier, um gemeinsam die Liebe Gottes zu jenen zu tragen, die sie noch nicht erfahren haben und sie in diese Gemeinschaft mit den Herren untereinander zu führen, wie die wir Kirche nennen, nicht wie die Frau im Jakobsbrunnen das Wasser Jesu bekommen hat und dann sofort in das Dorf hineingegangen ist, um alle Menschen davon zu erzählen. Also lasst uns zusammenfassen. Vom Geist ergriffen zu werden, ist die höchste Berufung des Menschen. Das wirklich Neue des christlichen Glaubens ist nicht einfach das Gebot der Liebe, sondern das Geschenk der Liebe, das der Heilige Geist selbst ist. Das Neue ist nicht nur das Gebot zu lieben, sondern das Geschenk, geliebt zu sein. Und zwar von einer unendlichen Liebe und sich von ihr ergreifen zu lassen und immer mehr in das Leben Gottes hineinzutauchen, was unser Leben schön und breit und groß macht, aber uns auch über unsere eigenen kleinen Gewässern der eigenen Interessen hinausführt, um uns in das große Meer des Herzens Gottes und seine Interessen für die Welt und für die Menschen zu bewegen. Und da möchte ich euch einladen, dass wir halt immer wieder neu den Herrn auch bitten, vielleicht auch ganz besonders in diese Messe, nicht wenn wir zu ihm kommen und jetzt gleich das Glaubensbekenntnis sprechen und unsere Treue ihm neu geben wollen, dass wir das Jahr erfahren, diesen Moment, auch von diesem Gottesdienst, diese Messe, im Moment, einfach wo ich geliebt bin um meine Selbstwillen, wo er uns verwandeln möchte, ja, aber auch eben als Verfügbarkeit für die Mission, als Grundhaltung des Lebens. Beten wir füreinander, dass der Herr diese Vergebung, diese Verwandlung und diese Verfügbarkeit, Wasser zu sein für die Welt, immer mehr auch an uns vollziehen mag. Und bitten wir den Mutter Gottes vielleicht ganz besonders auch heute, die versammelt war mit den 120 in Vorbereitung für dieses Pfingstfest, dass sie für uns eintrete. Amen.